So, mal im Ernst. Ist die 80er-Ästhetik denn das Einzige, was heute noch zieht? Ja, ist sie das, Vergangenheitstim? Ja, Vergangenheitstim. Ist sie die Einzige? In meinem Video über den inflationären Gebrauch der 80er-Ästhetik habe ich nicht unbedingt Unrecht, aber scheinbar bekommen die 90er gerade Aufwind. Eigentlich verwunderlich. Das graue Jahrzehnt steht nämlich rückblickend eher für Edeltrash unterster Güteklasse. Da haben wir musikalisch zum Beispiel Aqua, die mit Barbie Girl weltweit über 8 Millionen Kopien verkauft haben. Oder die Hochzeit des Gars. Boah. Natürlich waren in den 90ern auch Nirvana oder Beck groß, aber merkt ihr was? Wir spalten hier die Musikwelt in Lager des belanglosen Dorffest-Pops und der orientierungslosen Unverstandenheit einer ganzen Generation. Aber auch auf den Leinwänden ging es mit Jurassic Park, Titanic oder 7 eher dystopisch deprimierend zu. Ja gut, jedes Jahrzehnt hat seine düsteren Streifen. Vermutlich kann man hier auch argumentieren, dass die 90er ein glorreiches, strahlendes Jahrzehnt waren. Aber will man das? Will man das wirklich bei einem Jahrzehnt, das von Clueless geprägt wurde? Will man das? Das erste Mal ist mir das 90er Revival im Vaporwave aufgefallen. Die Sache bei Vaporwave ist allerdings, dass es sich sowohl an den 80ern als auch den 90ern bedient. Und da Übergänge zwischen Trends und Jahrzehnten in der Regel eher fließend sind, war auch bei der Musik- und Kunstbewegung die Erkenntnis des 90er Einflusses eher ein leichtes Zunicken als überschwängliches Winken. Aber dann sah ich 2017 Super Dark Times auf dem Fantasy Filmfest und da waren sie, die 90er in all ihren Grautönen. Lass uns essen gehen. Okay, gut, ich gehe mit dir essen. Denn ich hab Hunger. Jay? Jay? Jay, das ist der falsche Film. Du hast wieder den falschen Film in die Hülle gepackt. Können wir bitte zu Super Dark Times kommen? Also, die 90er in der gesammelten Tristesse ihrer Grautöne. Super Dark Times ist nicht nur ein fantastischer Film, sondern gibt mit seiner Atmosphäre ganz klar ein Lebensgefühl wieder. Nämlich die Richtungslosigkeit der Jugend in den 90ern. Und irgendwo finde ich mich tatsächlich in dieser Stimmung wieder. Ich bin kein Kind der 80er, sondern der 90er. Und ich bin so aufgewachsen. Und nicht umsonst beginnen jetzt immer mehr und mehr Filme aus dem Boden zu sprießen, die in den 90ern spielen. Die Generation der 80er wird älter und die der 90er wächst heran. Immer mehr Autoren und Filmemacher aus dieser Zeit wachsen nach. Jonah Hills Regiedebüt spielt nicht nur in dem Jahrzehnt, sondern heißt sogar Mid-90s. Geht's noch deutlicher? Aber auch Captain Marvel setzt dort an, wo die Farben aufhören. Ein wenig zumindest. Keine Ahnung. Ich hab den Film nicht geguckt. Ich denke, uns steht eine spannende Zeit bevor, in der viele Filme ein neues, anderes Lebensgefühl vermitteln und halt nicht mehr das bunte, knallige der 80er.